dieses Let's Play ist nichts für schwache Nerven. Denn die Gameplayerin fährt Autorennen. Und Motorradrennen. Und Bootsrennen. Und Flugrennen. Ich lose ab, ich fluche, ich jubel, ich gewinne. Manchmal bin ich extrem schlecht, manchmal gut. Aber ich habe Spaß dabei. Ich hoffe, ihr auch. Da ja KTM nicht bekannt ist, sehr ja, ich fahre mit meiner KTM. KTM, das war ja, hieß über keine 1000 Meter. KTM hat Dakar gewonnen, gell? Ich weiß. Also, die haben mich nur da. Ach doch, das ist doch so ähnlich bestimmt wie, ach wie hieß das nochmal? Trial. Nein, das ist Motorsport. Nein, das ist anders. Yeah. Achso, Booster am besten auf den Dingern, ne? Ja, ja. Aber nicht so, aber mach das nicht so wie ich. Oder wie. Das ist schon klar, nee, das habe ich früher auch immer gemacht. Wieso bin ich jetzt letzter? Also nicht als selber jetzt, sondern Spiel. Weil ich gerade erster bin. Nein, aber das Problem ist nämlich jetzt. Gönnt mir das doch mal die 2 Minuten. Wie fährst du? Jetzt das Ding. Scheiße, geht das durch? Eieiei. Da darfst du nicht so viel Nitro geben, sonst wird's irgendwo hin. Fuck! Scheiße! Ich bin rückwärts dadurch. Also ich bin nicht ganz dadurch. Das war das Problem. Wow. Mann, ey, einmal gegengeknallt, weißt du, und alle überholen dich wieder. Warum fährt das Ding nicht mehr? Ja, meins auch gerade irgendwie nicht mehr. Ich bin hier gerade bei 45. Hier ist ein Hirsch auf der Fahrbahn. Ich werde das für euch. Auf einer hässlichen Führung KTM. KTM? Ey, hallo! Lass dich nicht ärgern. Wollt ihr mich verarschen? Ich bin da normal durchgefahren. Also irgendwie kommen mir vor, wie wenn man gerade ein Verlies laufen. Ne, da müsst ihr jetzt gleich sterben. Ja, wo ist mein Heiler? Das war bestimmt also das. Nee, der ist hinter dir. Ich versuche da nicht so einzuholen hier. Oh, fahr doch einfach, Mann. 30 ist keine Option, Junge. Boah, hast du das gesehen? Das war ja wohl illegal, was du da gemacht hast. Okay, ich habe mich überschlagen. War das schlecht? Ich hab gedacht, ich könnte einen coolen Move machen. Das ist ja nervig. Was denn? Na, den Kopf mit Kopf. Alter, jetzt häng ich dem Tor. Schau dir das an. Ey, ja. Aber du bist doch weiter geworden. Weißt du, was das Problem ist? Wenn du dich zu weit vorne hängst, sagst und du springst, dann machst du eine Rolle nach ja, vor. Ja, das habe ich auch gerade. Ja. Das darfst du nicht machen. Nee, das ist vorne neigen. Ja, aber in echt würde ich nicht davor. Kann ich bremsen? Leiden. Hallo? Wieso bremst du denn nicht jetzt? Das ist. Aber ihr müsst jetzt auf jeden Fall alle Punkte gekriegt haben. Ich hab's uns gut. Ey, das war doch jetzt echt für den Arsch. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich bin so gut gestartet, ne? Ja, das stimmt. Aber das ist immer so. Das und dann bin ich einmal voll abgeflogen und alle an mir vorbei. Ja, das ja. Oder wie der eine Typ sagen würde, ich bin jetzt geowned. Ich hätte ja, auch. Genau, geowned. Das ist für ein Idiot eigentlich. Aber nur wegen dieser scheiß Rolle da jetzt. Kann man die eigentlich irgendwie kaufen? Ja sicher, es gibt Outfits. Ja, Outfits. Wohnzimmer, da kannst du ja Wohnzimmer machen. Rennen für dich. Achso, hätte ich das gar keine. Da hast du sie. Das weißt du gar nicht, dass du sich da kaufen kannst? Das ist zu einem Großereignis geworden ist. Kannst du das machen. Wohnzimmer, da gehst du hinter dieser Wand, hinter diese rote Wand. Dich in Acht nehmen. Da kannst du Anzug aussuchen. Er redet nicht viel, aber sein Fahrstil spricht für ihn. Er redet nicht viel. Also schnapp dir deine Maschine und schlag ihn. Schuhe zum Kaufen. Was ist denn für die Mädels? Ja, ich hab nicht wirklich was verstanden jetzt. Scusi. Das hörst du eh noch alles x-mal. So. Ach, ich hab die Teile gar nicht reingemacht, scheiße. Das ist aber gar keine Sache. Nein! Oh Mann, ich hab mich überhaupt nicht nach vorne gebeugt.
überhaupt der Baum da? Der ist ja köstlich, sonst bleib ich da hängen. Ja, komm, ich war direkt daneben, ey. Was war jetzt? Ja, ich will Kontrollpunkt. Alter, das ist eine Verstrecke, wo muss man da hinfahren? Ich hab keine Ahnung, ich eier hier immer noch rum, weil ich weiß nicht warum. Ich muss auf der Straße fangen. Ja, das ist jetzt durch die Stadt ein bisschen. Das ist kein Arschloch erinnern. Hi. Ah, du überholst mich jetzt. Ne? Ja, das kommt noch. Du hast Tag da, wo er hingehört. Hinter dir. Alter. Ja, ja. Mach das mal. Wohl gegen was? Alter, das ist so weit egal. Auf was? Alter, ich komm nicht raus aus den Springern. Ja. Nein! Warum passiert das nicht? Los, du kannst mehr aus der Maschine rausholen! Ich kann überhaupt nichts aus der Maschine rausholen, das ist eine Standardversion. Kannst alles rausholen. Aber lass die Unterhose an. Ich muss so aufpassen. Er hat gesagt, ich darf alles rausholen. Ach ja, jetzt rammen die mich mit drei Leuten, weißt du? Was für Arschlöcher. So ein Mist hast du zum Beispiel in Gran Turismo nicht, da spielen die normal. Ja, natürlich. Ach ja, genau. Ja, ist da. Ey, das ist ein Scheiß. Nein, ich find's super kaputt. Ja. Ja, ich gegen den Pfosten fahren. Ja, ich bin mehr, nicht nur gegen den Pfosten, ich bin auch gegen andere Sachen gefahren. Eben bin ich gegen den Betonklotz gefahren. Ich bin davor auch gegen den Pfosten gefahren, was soll's. Hä, was ist denn jetzt los? Du bist auch angekommen, oder? Nee. Hä, wieso stehe ich vorne oben? Hä, wieso bin ich oben? Ich stehe oben. Wieso stehe ich ganz oben? Nee, bei mir stehe ich oben. Wait, hier drüben. Bei mir. Wie wär's mit einem Foto von dir und dem Sieger, Wade? Bitte, der befummelt mich da, mein Alter. Ach, sie standen alle oben. Jeder stand oben. Na, das kann aber nicht sein. Normalerweise hätte ich müssen in der Mitte stehen, du an der Seite und das gilt ja im Publikum. Ich musste nur vorher mit der Kurbel vorne das Auto anstarten. Meiner sprang nicht an gerade. Der wollte nicht. Ich musste nochmal Mechaniker holen. Meiner war auch gerade unten. Kannst du auch mal fahren? Statt hier ständig zu blockieren? Oh, ich werde dich wieder zum Ketten rauchen. Ja, jetzt guck mal, immer wenn er Stress kriegt, dann raucht er wieder. Die ganze Woche habe ich es geschafft. Ihr solltet weniger miteinander spielen. Ja, das ist ich. Irgendwann bin ich verantwortlich für seine Lungenkrebs oder was irgendwie. Ja, irgendwer muss ja schuld sein, oder? Genau, es regnet wieder. Wieso regnet es jetzt wieder? Ich hasse den Regen. Du kriegst weil er gerade schon gesagt hatte, dass es regnet. Weg da. Schaffen. Weiß man ja alles nicht, wenn man es nicht kennt. Oh ja, flieg jetzt voll in der Kurve ab. Oder wenn du da einen scheiß Fehler machst, dann hast du gleich so einen Typen vor dir. Entschuldige! Das war nicht Absicht! Das steht vorne, oder? Ja, das war aber nicht Fahrzeug, perfekte Fahrzeugbeherrschung. Das war nicht Fahrzeug, das war eine scheiß Lacke. Nein, komm schnell! Fahr! Meine Windschatten von dir.
Du brauchst gar nicht im Zicken. Nein, ist das jetzt euer Ernst, Mann? Komm, oh, fahr! Mann. Tschüss. Du willst nur immer wichtig auf den... Du Arsch! Das war mein Controller, entschuldige. Ja, das war der Controller. Ey, wirklich? Alter! Du hast ein Lenkrad, du hast keinen Controller. Das ist doch echt... Nee, ich hab einen Controller. In der Box. Ey! Ha, nein, ich bleib stehen. Ich hab's überfallen. Entschuldigung. Das war aber richtig. Na, das war aber nicht ab. Ich bin da reingerutscht. Oh mein Gott. Also wenn man euch zuhört, das ist wie bei zwei kleinen Brüdern, die sich gegenseitig Streiche spielen. Nein. Am Anfang waren wir ja noch... Sind wir ja noch ausgeliefen, jetzt immer. Warum fährst du so im Zickzackkurs? Ich kann ihn nicht überholen. Ja, aber das war nur eine leichte Berührung. Alter, wieso bist du noch außen vorbei? Das geht doch gar nicht. Entschuldigung. Ey, die gehen ins Patrick. Ja, da ist Ricardo. Ricardo, der Formel 1-Fahrer. Wir haben ihn. Oh, wie fährst du da? Ja, wie fährst du da? Alter, ich hab kein Nitro! Ey, die ganze Zeit war ich dritter Platz, weißt du? Kriegst du einmal ab? Wir machen das Ding jetzt nochmal schwer, oder? Das war jetzt normal, weil Silke hat's ja noch gar nicht gefahren. So, wir fahren jetzt dreimal. Wir fahren das jetzt noch schwer. Aber jetzt knall ich die Trinken an. Du fährst vor mir in Zickzackkurs, ich kann nicht überholen. Nein, das ist der Regen. Komm schon, Mann, ey. Weil ich so einen Wichser abdränge, das ist zum Kotzen. Da musst du wieder dreimal neu auf die Straße. Das ist die KI, die ist nicht so scheiße. In dem Spiel dran gewöhnen, dass die KI Drecksäcke sind. Ja, sind ja, aber ich bin immer das Arschloch, was abdrängt. Wenn da noch so ein Arschloch dabei ist, kann ich nicht spielen. Warte nur, wenn wir dann die Street Race fahren mit der Lisa. Das ist die größte Drecksäcke im Spiel. Und komm zu uns in die gute Stube und jetzt mischen wir die KI ein bisschen. Das ist keine gute Stube, das sind Drecksäcke. Ja. Ey, die ganze Zeit war ich Platz 3 und dann in der zweiten Runde irgendwann crasht da so ein Arschloch mitten in mich rein, dass ich rausfliege und alle anderen natürlich wie bei Formel 1, ne, wie das immer, alle an mir vorbei. Ja. Ja, ist so. Kennen wir. Es regnet trotzdem. Es regnet immer in diesen Rennen. Es regt mich trotzdem auf. Alter. Oh, heute ist die Daimler. Die kann ich noch nicht mal mehr überholen hier. Du hast dich eingebaut, ich hab nichts gemacht. Nein, Box den weg. Da gibt's kann ich nicht, der ist viel schneller als ich. Ricardo. Auf einmal. Guck mal, jetzt hat er seinen Turbo-Teil reingebaut. Ich hab nicht. Nitro bis zum Ende der Grad, Aldo, du Alter. Na, sicher hat er ein Nitro-Paket drinnen. Ich meine, gab's nicht mit. Ich fähr nackt auf die Strecke, oder was? Solange du uns damit nicht ablenken willst. Ich war eh vorne, du bist eh weiter hinten. Das erinnert mich dann immer an Konen, ne? Was? War das? Du kannst dir da ein riesen Gemächt reinmachen. Das war doch deine Worte, glaube ich. Ja. Wer, ich? Nein. Lars. Ich wollte schon sagen, nein, Hannes. Und Mann, ich kann mich nicht mehr aufs Fahren konzentrieren, das ist so scheiße. Ja, ich weiß nicht. Ich habe jetzt gerade irgendwie ein Gemächt hier oben, ey. Hat der jetzt gerade Nitro gemacht? Ich hab's gar nicht gedrückt. Und wieso fährt der nur 150? Das ist doch kacke. 150? Ja, jetzt beschleunigt er mal bei der Geraden, aber beim Rest da bleibt der mal auf 150 irgendwie. Jetzt hängt sie mich ab, Arno, weil ich am Tacho geschaut habe, weil ich mich voll. Ich muss aufpassen, der kommt da gleich vor. Oh,
wieso fährst du hinter mir? Und wieso bist du so leise? Irgendein Scheiß. Ach komm schon, ey. Wir haben dich überrundet. Ja, weil ich schon wieder rausgeflogen bin. Ich habe, glaube ich, noch nie eine nasse Strecke gefahren. Du hast mich jetzt... Wieso bist du so hinten geblieben? Ja, weil ich hier ständig immer nur mit 150 rumgorke. Der macht mich mehr. Du meinst jetzt nicht, oder was? Ich habe Lars gemeint. Hinten geblieben, das war unter einer Sekunde. Also jetzt am Ende nicht mehr, aber die ganze Zeit war ich unter einer Sekunde dran. Da bist du nicht vorkommen oder bist du absichtlich hinten geblieben? Nee, ich kam nicht dran. Danke, danke. Jetzt hab ich dir nicht einmal... deiner vollen Leistung. Aber nur in dein Nitro vergehen. Ja, und? Kannst du ernst besorgen, weißt du, wie lange ich gebraucht habe? Nee, das kriegst du einfach. Scheiße. Ich hab ein Jahr lang habe ich dran gearbeitet, bis ich dieses Paket gehabt habe. Ja, aber das finde ich wiederum scheiße bei den Autos. Kriegst beim Summit kriegst du nur drei Teile. Und jeden dritten, vierten kommen solche Pakete.